merkte gleich, wie die sich freuten. Und auch die Mägde waren froh, denn denen waren sie lieber so. Das war ein Fest und ein Gelag. Dass wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, dass wir die steigende Arbeitslosigkeit stoppen und langsam abbauen können. Das geht nicht über Nacht, dass wir, wenn Sie so wollen, die Verhältnisse normalisieren. Aber ich sage gleich hinzu, für mich ist das eine zunächst geistig-moralische Herausforderung. Und dann in Bonn wollen heute CDU, CSU und FDP Bundeskanzler Schmidt stürzen und Oppositionsführer Kohl zum Kanzler wählen. Der Bundestag wird über das von der Koalition Kohl-Genscher vorgelegte konstruktive Misstrauensvotum abstimmen. Der 1. Oktober hat ja sicher über das Politische hinaus auch eine persönliche Bedeutung für Sie. Das ist natürlich ein Einschnitt und wie Sie mit Recht sagen, nicht nur politisch, sondern auch persönlich, weil heute endgültig eine über 13 Jahre währende persönliche Zusammenarbeit mit Helmut Schmidt sichtbar beendet wird und eine neue Phase politischer Zusammenarbeit beginnt. Das kann an niemanden spurlos vorübergehen. Der Mann, der den Wechsel in der deutschen Politik herbeigeführt hat, geht keinen leichten Gang. Die Operation Wende hat seine Partei zerrissen und die Hessenwahl hat die FDP zu einer 3%-Partei gemacht. Zur gleichen Zeit, heute Morgen, kurz vor 9 Uhr, Helmut Kohl und seine Familie vor dem Bundeshaus. Frau Hannelore in einem grauen französischen Flanellkostüm und die beiden Söhne, der 19-jährige Walter und der 17-jährige Peter. Eduard Ackermann, Kohls Fraktionspressesprecher und vielleicht neuer Bundespressechef, begrüßt seinen Chef und die Familie. Und noch ein anderer war gekommen, extra aus Wien, der Generalintendant des österreichischen Rundfunks, Gerd Bacher. Er hat Kohl-Wahlkampf 1976 mitorganisiert. Peter, erzähl was. Da hatte ich gar nicht getan. Zuversichtlich gut? Ja. Ich glaube schon. Kein bisschen nervös? Nein. Szenenwechsel. Der Bundeskanzler verlässt den Park des Kanzleramtes, dem Zentrum der Macht in der Bundeshauptstadt, in dem sich die Sozialdemokraten 13 Jahre lang fest eingerichtet hatten. Helmut Schmidt hatte das Kommando seit 1974. Letzte Vorbereitungen im Plenarsaal für das parlamentarische Vorspiel und das Finale des Machtwechsels. Für einige Stunden wird noch einmal Helmut Schmidt hier Platz nehmen. Für ein paar Stunden werden dies noch die harten Bänke der Opposition sein. Morgen. Ich habe umdisponieren müssen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ein paar Minuten. Ja, dann fahren wir zusammen. Gerhard Baum von Köln auf dem Weg nach Bonn. Der Abgeordnete Gerhard Baum, für den dies kein Tag wie jeder andere ist. Noch hat der ehemalige Innenminister den Schutz der Sicherheit. Im Parlament soll er heute die Position jener FDP-Abgeordneten vertreten, die gegen das Misstrauensvotum sind. Ja, sehr gut. Die beruhigen auch irgendwie. Ja. Ich hab nur Jules gesagt. Ein paar Minuten noch, ja? Herr Baum, das ist heute bestimmt ein besonderes Datum in der Geschichte der Bundesrepublik. Mit welchen Gefühlen fahren Sie denn jetzt ins Bundeshaus? Mit sehr gemischten Gefühlen. Für mich war die sozialliberale Ära, die ich als Jungdemokrat mit herbeigeführt habe, eine wichtige Phase meines Lebens. Mein Herz hängt ein bisschen an dieser Phase. Ich bin natürlich Realist, sehe, dass die Dinge sich weiterentwickelt haben. Ich bin sehr enttäuscht über den Anfang der
neuen Koalition. Ich finde mich da nicht wieder und das werde ich heute im Bundestag auch zum Ausdruck bringen. Zur gleichen Zeit der Kanzlerkandidat der Union, Helmut Kohl, siegessicher auf dem Weg zur letzten Sitzung seiner Fraktion vor dem Ereignis. Die Fraktionsmanager hatten Zählappell angesetzt. Bei einem Machtwechsel am 1. Oktober sollte nichts dem Zufall überlassen bleiben. Der designierte Finanzminister Gerhard Stoltenberg. Nur wenige Minuten war Helmut Kohl bei seiner Fraktion. Sein Fraktionsgeschäftsführer und Freund Philipp Jenninger meldete, alle Mann an Bord. Für die Medien ist Helmut Kohl schon jetzt der Hauptdarsteller. Da kam man zum Schluss rein, haben sie alle gerufen, der Lenz ist da. Einer, dessen Kompetenz unbestritten ist, aber der dennoch gehen muss, Finanzminister Lahnstein. In der SPD-Fraktion werden Bekenntnisplaketten ausgeteilt. Wir wollen wählen und zwar jetzt, heißt es da. Der Abschied von der Macht lag in der Luft. Auch das Gefühl, dass hier nicht nur eine Regierung abtreten muss. Für viele geht hier eine wichtige Epoche der deutschen Nachkriegsgeschichte zu Ende. Willy Brandt hat diesen Tag seit langem kommen gesehen und seit langem versucht er, die Partei auf den Tag danach einzustellen. Alles klar? Hans Mathöfer, bis zuletzt auch als Postminister einer der engsten Freunde und Berater von Helmut Schmidt. Als Brandt die Fraktionssitzung verlässt, war längst jedem klar, dass dieser Tag nicht mit dem konstruktiven Misstrauensvotum von 1972 zu vergleichen war. Die Hoffnung, das rettende Ufer doch noch zu erreichen, haben die Genossen seit über einer Woche aufgegeben. Draußen vor der Tür, kurz vor 9 Uhr. Für die Sicherheitsbeamten war dies kein außergewöhnlicher Tag. Routine. Von dem Meister Germanski? Nix. Ja, nix. Niemand spricht Deutsch. Sie wissen, dass ein neuer Bundeskanzler heute gewählt wird? Ja. Darf ich fragen, wo Sie herkommen aus der Sowjetunion? Ja. Wo denn? Da. Aus da. Moskau. Alle aus Moskau? Ja. Und Sie sind eine touristische Besuchergruppe? Ja, den Termin hatten wir an und für sich schon länger. Dann wurden wir wieder ausgeladen, dann haben wir uns wieder an unser Bundestagsabgeordnete gehalten. Und dann Sie wollten ins Bundeshaus die Rede verfolgen? Ja. Und dann haben wir gestern Abend gegen 20 Uhr wieder die Bestätigung bekommen, dass wir heute doch noch reinkommen könnten. Und jetzt warten Sie, dass Sie noch reinkommen? Und jetzt warten wir, dass wir noch reinkommen. Und denn, was ich bin extra vom Hochtaunuskreis gekommen, ja. Also ich bin CDU-Mitglied, ich war aber nicht angemeldet und hat gedacht, dass ich zumindest bei der Sitzung komme. Und der Abgeordnete, Dr. Lange, kann ich nicht mehr sprechen, ja. Und was machen Sie jetzt? Weil es zu spät ist. Ja. Jetzt warte ich noch einen Moment hier und dann fahre ich wieder heim. Ich erwarte, dass Kohl Bundeskanzler wird. Und was haben Sie für ein Gefühl an so einem Tag? Ja, also ich bin ziemlich durcheinander eigentlich. Warum durcheinander? Ja, das ist also schon ein entscheidender Tag. Ich meine, für die Bundesrepublik. Ich finde es auch hart für den Bundeskanzler Schmidt, der seine Verdienste hat, falls er abgewählt wird, womit ich rechne. Sie sagen, dass jetzt am Morgen um 9, also gerade in dem Augenblick, ja, wo der Kanzler, ja, mit seiner Rede anfängt. Ja. Der Hamburger Helmut Schmidt, 8 Jahre lang Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Seine letzte Rede im Amt. Mehrheit der Wähler hatte weder 1976 Herrn Dr. Kohl noch 1980
Landkreis Büro vorbei. Dies gilt auch und besonders für den Vorsitzenden der CSU. Auch er hat seine Forderung nach Neuwahl jetzt, seit dem hessischen Wahlsonntag und seit dem unerwartet schlechten Abschneiden der CDU zurückgenommen. Das Prinzip der Solidarität mit dem Schwächeren darf nicht außer Kraft gesetzt werden. An diesem 9. September. Die Verteilung der Rollen war eigentlich schon in dieser Rede neu angelegt. Eine Oppositionsrede, die Rede eines Sozialdemokraten. Für Helmut Kohl, der in Bonn über Jahre hinweg viele politische Nackenschläge einstecken musste, soll dies der Tag des Triumphes sein. Ein Triumph, den in diesen ersten Stunden kein noch so eigenwilliger Koalitionspartner trüben soll. Diesem Haus und dem deutschen Volk sehr fadenscheinige Erklärungen vorgetragen. Über viele Jahre, Herr Kollege Genscher, werden die Bürger dieses Verhalten nicht vergessen. Wir Sozialdemokraten sind für dieses Vertrauen dankbar. Wir werden es auch in Zukunft nicht enttäuschen. Jedermann darf und jedermann muss mit unserer Stetigkeit rechnen. Herzlichen Dank. Stetigkeit, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit, das war das Leitmotiv der Regierung Schmidt. Mit diesem Motto beendete er seine Regierungszeit. Die Partei hat nicht immer so geschlossen für Helmut Schmidt applaudiert. Auch für jene Linksliberalen, die bis zum Schluss für die sozialliberale Koalition gekämpft haben, ist klar, dass es jetzt nichts mehr zu gewinnen gibt, dass das auch für sie persönlich eine Niederlage ist. Das Wort zur Begründung des Antrags der Fraktionen der CDU-CSU und der FDP auf Drucksache 2004 hat der Herr Abgeordnete Dr. Barzel. Eine Reminiszenz vor 10 Jahren hatte Rainer Barzel als Kanzlerkandidat der Union versucht, Willy Brandt mit einem konstruktiven Misstrauensvotum zu stürzen. Heute begründet er den Antrag der neuen Koalition. Mit wohlgesetzten Worten noch einmal die Leitlinien Ihrer Politik vorgetragen. Das ist Ihr gutes Recht. Es fällt aber auf, wenn man diese Leitlinien nun seit Jahren kennt, dass Sie hier eben unterlassen haben, 2 Ihrer Prinzipien und Versprechungen in Erinnerung zu rufen. Die Vollbeschäftigung und die Stabilität. Das Ereignis aus der Sicht eines Zurückgetretenen. Günther Verheugen, bis vor wenigen Tagen Generalsekretär der FDP. Er hört Wolfgang Mischnick zu, den Fraktionsvorsitzenden. Herr Verheugen, die sozialliberale Ära geht heute zu Ende. Was geht denn in diesen Augenblicken in Ihnen vor? Ein Gefühl von Traurigkeit und auch etwas Verzweiflung, weil die Partei, der ich seit 22 Jahren angehöre, in diesem Moment dabei ist, einen schrecklichen Wortbruch gegenüber ihren Wählern von 1980 zu begehen. Während der Abstimmung Smalltalk in der Lobby, Kulissengeflüster über die Neuen, die etwas werden können oder etwas werden wollen. Selten in den letzten 10 Jahren war das Interesse der ausländischen Journalisten so groß. Rainer Barzel, einer, der von Anfang an dabei ist, ehemaliger gesamtdeutscher Minister, auch jetzt wieder für dieses Amt im Gespräch. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg nimmt heute noch einmal auf der Bundesratsbank Platz. Dort fehlt Franz Josef Strauß übrigens.
Herr Brandt, hat es die SPD-Fraktion Bundeskanzler Schmidt in der Vergangenheit es vielleicht nicht doch manchmal sehr schwer gemacht? Also da gibt es sicherlich keinen Zweifel, dass wir es uns untereinander mitunter sehr schwer gemacht haben. Und das betraf auch das Verhältnis Helmut Schmidt und Fraktion. Allerdings müssen Sie bedenken, wir haben bei uns in der Partei und in der Fraktion nahezu alle in der Bevölkerung kontrovers diskutierten Themen aufgenommen und in uns verarbeiten müssen. Und das führt notwendigerweise zu Spannungen. Letzten Endes aber kann man sagen, wenn es darauf ankam, hat die Fraktion immer hinter Helmut Schmidt gestanden. Herr Wallow, Sie haben hier eine Plakette. Wir wollen wählen jetzt SPD. Das geht ja wohl nicht mehr. Frühestens im März Neuwahlen. Kommt es dazu? Ich fürchte nein. Erstens liegt es an dem Bundespräsidenten, ob er von der letzten Möglichkeit Gebrauch macht, nämlich den Bundestag auflöst. Das ist seine Entscheidung. Zweitens glaube ich, dass die beiden neuen Partner, die sogenannte neue Mehrheit im März, kein Interesse daran haben wird, neu zu wählen, weil die Ablehnung durch den Bürger des jetzigen Verfahrens klar ist und das Ergebnis vorhersehbar. Herr Minister Schmude, Sie haben im Vorfeld dieses Ereignisses große Bedenken gegen den Plan von Helmut Kohl geäußert, Neuwahlen im März abzuhalten, zwar vor allen Dingen verfassungsrechtliche Bedenken. Können Sie dies noch einmal erläutern? Ich hielt es für meine Pflicht, frühzeitig auf solche Bedenken hinzuweisen, damit man nicht nachher sagt, wir haben es erst später gemerkt und können uns an unsere Zusage nicht halten. Die Bedenken ergeben sich daraus, dass die Verfassung, unser Grundgesetz, eine Auflösung des Bundestages dann nicht will, wenn eine handlungsfähige Regierung mit Mehrheit da ist. Vorgesehen sind Vertrauensfrage, Auflösung und Neuwahl für den Fall, dass die Regierung die Mehrheit eben nicht hinter sich hat. Und das ist nach Lage der Dinge ein Fall, der Anfang nächsten Jahres gar nicht vorliegt. Denn Herr Kohl will sich heute mit Mehrheit wählen lassen, er wird die Mehrheit auch behalten. Und er würde folglich die Vertrauensfrage manipulieren. Daraus ergeben sich die Bedenken und ich habe heute leider, trotz vieler Fragen, keine klare Antwort gehört, wie das gehen soll. Im Plenum auch Erich Mende, ehemaliger Vorsitzender der FDP, der ihr den Ruf der Umfallerpartei beschert hat. Wie sehen FDP-Abgeordnete den Koalitionswechsel heute? Eine Entscheidung für richtig, aber ich sehe ja auch gewisse Gefahren für meine eigene Partei. Ich hoffe, dass all die Kollegen, die sich heute nicht durchringen konnten, Helmut Kohl zu wählen, loyal mitarbeiten werden und dass wir alle den notwendigen Beitrag dazu leisten, dass der organisierte Liberalismus in Deutschland seine notwendigen Positionen in der politischen Landschaft darstellen kann, wahrnehmen kann und Einfluss ausüben kann. Herr Mischnick, das, was hier heute zu Ende gegangen ist und was politisch neu begonnen hat, ist ja nicht nur ein Stück Politik, da sind ja auch gerade bei Ihnen Loyalitäten, vielleicht auch Gefühle angesprochen. Was ist das für ein Tag für Sie? Ein sehr schwerer Tag, wie ich das schon gesagt habe. Ich hoffe, dass es dann rückwärts bedacht kein bitterer Tag wird. Deshalb hoffe ich das, weil das im Interesse dieser Demokratie wäre, dass Gräben, die im Augenblick eines Wechsels, eines Wandels aufgerissen werden, möglichst schnell zugeschüttet werden. Ich habe ja überlegt, dass nach der Entwicklung 1966-69 zwischen CDU, CSU und FDP über lange Jahre, über ein Jahrzehnt hinweg tiefe Gräben aufgerissen haben. Ich will dazu beitragen, dass das nicht in umgekehrter Weise jetzt in Richtung SPD geschieht, denn wir müssen in diesem Staat von Bonn über die Länder bis zu den Gemeinden die drei gestaltenden politischen Kräfte zusammenarbeiten, wenn wir die Gefahren, die Instabilität, die kommen kann, vermeiden wollen. Ein gelöster Helmut Kohl, denn er weiß zu diesem Zeitpunkt bereits, dass er nach Konrad Adenauer, Kurt-Georg Kiesinger und Ludwig Erhard der vierte christdemokratische Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein wird. Frau Antwerpen, Sie sind Gesellschaftsreporterin hier in Bonn. Was interessiert Sie eigentlich an dem heutigen Tag besonders? Ich versuche ein bisschen das Menschliche zu beobachten. Das Menschliche, was der Politik oft ein bisschen abgeht. Und ich stelle fest, dass die neuen Leute, die neuen Minister, die noch nicht in ihrem Amt sind, aber ich glaube, sie gehen schon etwas würdevoller durch diese Wandelhalle. Herr Waldemarte, Sie sind in der SPD-Fraktion berühmt für Ihre Aphorismen. Was haben Sie für den heutigen Tag vorbereitet? Ja, ich habe
mehrere. Ich will mal sagen, dass sie sich natürlich auf Genscher beziehen. Wer nach allen Seiten offen ist, wird selten Geschlossenheit erzeugen. Und das wird sich heute herausstellen bei der Abstimmung. Aber er selbst empfindet das Beste an seiner Scheidung, dass ihm die neue Braut einen schönen Versorgungsausgleich beschert hat. Den vollstimmberechtigten Abgeordneten wurden insgesamt 495 Stimmen abgegeben. Von diesen abgegebenen Stimmen waren 495 Stimmen gültig. Mit Ja haben gestimmt 256 Abgeordnete. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Nein, überhaupt nicht. Warum? Na, ich hätte es lieber gesehen, wenn Helmut Schmidt Bundeskanzler geblieben wäre. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Jawohl. Das finde ich, dass eine neue Regierung rankommt. Ich finde es richtig. Das Fernsehbild ist auch Informationsmittel Nummer 1 an diesem Freitag im Oktober bei den Grünen bei der Bundesgeschäftsführung. Indirekt haben sie die FDP zur Wende veranlasst, weil die SPD zu viele Wähler an die Grünen verlor. So, ich meine, das Ergebnis steht ja jetzt fest. Wie beurteilen Sie denn das Ergebnis? Kohl, Bundeskanzler, neue Koalition. Schwere Zeiten. Innenpolitisch vor allem. Wenig später, Helmut Kohl, der neue Bundeskanzler, kommt in die CDU-CSU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zum letzten Mal in meiner Eigenschaft als Fraktionsvorsitzender zu Beginn einer Fraktionssitzung begrüßen. Um das Ungewöhnliche auch zu dokumentieren, habe ich etwas gemacht, was ja sonst bei uns gänzlich unnötig ist. Ich habe meine Frau und meine Söhne gebeten, mitzukommen. Und am Vorstandstisch Gesichter, die man ab nächster Woche wohl im Kabinett sehen wird. Herr Geisler, in den nächsten Wochen und Monaten wird viel von der Ellenbogengesellschaft die Rede sein und dieses als Vorwurf an die neue Koalition gerichtet werden. Was wollen Sie tun, um diesen Vorwurf zu unterlaufen, zu verhindern? Das gehört in die Kategorie der politischen Verleumdung, aber sie kann uns nicht treffen, denn wir werden in den kommenden Jahren genauso, wie wir dies von 49 bis 69 gemacht haben, eine Politik für wirtschaftlichen Fortschritt, aber gleichermaßen auch für soziale Gerechtigkeit durchführen. Wir wissen allerdings, dass wirtschaftliches Wachstum die Voraussetzung dafür ist, dass soziale Gerechtigkeit realisiert werden kann. Der soziale Friede ist aber auch wieder die Voraussetzung dafür, dass es mit der Wirtschaft nach oben geht. Wir wollen beides. Wir setzen auf Leistung und auf Gerechtigkeit. Herr Dr. Schwarz-Schilling, Sie werden wahrscheinlich im neuen Kabinett Postminister werden. Was wird sich denn ändern in der Bundesrepublik? Die Deutsche Bundespost ist einer der größten Beiträgemacher für Vollbeschäftigung, für Wachstum und Innovation. Das größte Unternehmen, der größte Investor mit 13 Milliarden pro Jahr, jetzt im Jahre 82, und ist damit eines der entscheidenden Hebel, nicht nur für die Entwicklung der Post selbst, sondern für unsere Volkswirtschaft. Bedeutet das neue Medien in absehbarer Zukunft? Überall dort, wo Bundeszuständigkeiten sind und wo Länder aus ihrer Zuständigkeit heraus diese Medien haben wollen, wird die Infrastruktur von der Post möglichst schnell bereitgestellt, um hier keine Blockaden oder Ähnliches zu haben. Die Post wird hier voll ihrem Dienstleistungsanspruch genügen müssen. Herr Wörner, Sie sind offensichtlich der neue Verteidigungsminister im neuen Kabinett Kohl. Wie wird denn eine neue, von Ihnen getragene Sicherheits- und Außenpolitik aussehen? Zunächst einmal, die Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland bleibt Friedenspolitik und bleibt Politik im Bündnis. Das heißt, wir werden einen kräftigen Akzent in Richtung auf das Bündnis und auf die deutsch-französische Zusammenarbeit hinsetzen. Was ich sehr viel stärker tun will, ist, mich in die sicherheitspolitische Debatte einzuschalten. Das heißt, unseren Bürgern deutlich zu machen, welchen Auftrag die Bundeswehr hat, wie sie ihn erfüllt und warum bestimmte sicherheitspolitische Gegebenheiten so sind, wie wir sie haben müssen.
Ich glaube also, dass die Vernachlässigung der sicherheitspolitischen Debatte aufgegeben werden muss. Dann möchte ich hin zur Bundeswehr klar zum Ausdruck bringen. Diese Bundeswehr kriegt einen Minister, der sich vor sie stellt. Einen Minister, der sie befähigen wird, ihren Auftrag zu erfüllen. Ich lege sehr viel, höchsten Nachdruck auf Ausbildung, Menschenführung hier insbesondere. Und für mich steht der Mann im Vordergrund. Das heißt, es wird jetzt eine Phase beginnen, in der ganz deutliche Schwerpunktbildung auf die Qualität des Soldaten und auf seine Probleme hin erfolgen wird. Frau Schucher, zu der Frage, was dieser Tag für Sie bedeutet, auch die Frage, ob Sie sich im Augenblick überhaupt eine Versöhnung innerhalb der Partei vorstellen können. Eine inhaltliche Versöhnung und wohl auch eine menschliche Versöhnung. Ja, das wird, glaube ich, sehr schwierig sein, weil so eine Reihe von Kollegen nicht gerade den Eindruck gemacht haben, als ob sie uns verstehen könnten. Und ich weiß, dass viele in dieser Partei überlegen, ob sie in ihr noch überleben können. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Parteitag inhaltlich und auch personell versuchen neu zu gestalten. Und ich habe die große Hoffnung, dass das, was wir, glaube ich, alle befürchten und was und die beiden Redner, die für uns gesprochen haben, auch deutlich gemacht haben, nämlich diesen Glaubwürdigkeitsverlust, dass wir den wiedergewinnen werden. Ich glaube, dass eine Partei ohne Glaubwürdigkeit keine Überlebenschance hat. Tut mir leid, ich habe Anweisung, das nicht zu tun. Für Journalisten ein hektischer Tag vor dem Amtssitz des Bundespräsidenten hier. Ja, eben, das sehe ich doch auf der Sie Liste. Sie kommen alle sehr spät. Ja, was meinen Sie? Ja. Also, wenn ich so ein schlaues Gerede hier, der Kanzler war früher, der hat eine Eskorte, was haben wir? Wir sind die Deppen. Wir haben gar keine Eskorte. Sie haben ja gesehen, was auf der Adenauer-Allee für ein Traffic ist. Und da müssen wir uns jetzt mal zum Auto. Der Abgeordnete Schmidt-Hamburg, Bundeskanzler AD, hat im Präsidialamt seine Abschiedsurkunde erhalten. Helmut Kohl wird zum 6. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Und jetzt sind Sie also jetzt 100%. Dankeschön. Es spricht für das Pflichtgefühl und für den Patriotismus von Helmut Schmidt, dass sein letzter Abschiedsbesuch der Bundeswehr auf der Harthöhe gilt. Die Operation Regierungswechsel ist überstanden, wird die FDP auch als Partei überleben? Ganz sicher. Wolfgang Mischnick hat heute in seiner großen Rede vor dem Deutschen Bundestag ja zum Ausdruck gebracht, dass gerade für die FDP es die schwerste Aufgabe ist, einen solchen Regierungswechsel in unserem parlamentarischen System möglich zu machen. Jetzt geht es darum, dass man in der Freien Demokratischen Partei, wo ja sehr hart gerungen worden ist und mit wirklich sehr respektablen Argumenten auf beiden Seiten, dass man aufeinander zugeht, um dem gemeinsamen Ziel zu dienen, nämlich liberale Politik in der Bundesrepublik Deutschland durchzusetzen. Wie könnte dieses Aufeinanderzugehen vom Parteivorsitzenden her aussehen? Denn auch in der Partei hat es ja tiefe Gräben gegeben. Diese Gräben kann man nur überwinden, wenn man im Sinne liberaler Toleranz handelt und wenn man sich vereinigt in dem Ziel, das wir uns gesetzt haben im Deutschen Bundestag und wenn wir einer Regierung angehören, in der Regierung die Ziele zu verwirklichen, die in unserem Wahlprogramm von 1980 als liberale Politik beschrieben worden sind. Am 6. März soll gewählt werden, nach dem Willen beider Koalitionspartner. In der Zwischenzeit sind die verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich des Verfahrens, auf dem man zu Neuwahlen kommt, größer geworden. Bleibt es definitiv bei diesem Termin? Ja, es muss dabei bleiben, denn der einzige Grund für die Abhaltung der Wahlen 1. März nächsten Jahres war ja, das Haus in Ordnung zu bringen, den Haushalt
zu verabschieden, aber dann wollen wir uns gemeinsam dem Wähler stellen. Wo sind für Sie die Politikfelder, auch außerhalb dessen, was jetzt schriftlich fixiert ist, wo liberales Profil, liberale Politik in dieser neuen Koalition deutlich werden kann? Sind es die aus der alten Koalition, kommen neue hinzu? Nun, ich glaube, dass die Politik sich nicht ändern darf durch eine neue Koalition, sondern das, was liberale Ziele sind, bleibt. Das gilt im wirtschaftlichen Bereich genauso wie im rechts- und staatspolitischen Bereich. Es gilt aber, was besonders wichtig ist, in der Lage unseres Landes an der Schnittlinie zwischen West und Ost für die Beständigkeit, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit der deutschen Außenpolitik. Ihre positive Erwartung hinsichtlich einer sachlichen und guten Zusammenarbeit in der neuen Koalition richtet der sich nicht nur auf die CDU, sondern auch auf die CSU, wenn man mal hört, was am Vorabend dieser Regierungsbildung noch aus München kam? Nun, da hat jeder seinen Stil und seine Art, einen Landtagswahlkampf zu führen. Wir sind entschlossen, sachlich zusammenzuarbeiten und im Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung mit der CDU und der CSU. Und was werden Sie als Botschaft der Partei zu sagen haben auf dem bevorstehenden Parteitag? Dass wir uns verpflichtet fühlen, unseren politischen Auffassungen als Liberale und dass wir diese Auffassungen als unabhängige Partei durchsetzen in der Koalition, in der das möglich ist. Am Abend zum letzten Mal Helmut Schmidt im Bundeskanzleramt. Interview am Ende eines wichtigen Tages im Leben des Helmut Schmidt. Herr Kanzler, fühlen Sie eigentlich an diesem Tag heute Bitternis? Nein, Herr Schettle, das würde ich nicht sagen. Ich war auf diesen Tag seit 2,5 Wochen vorbereitet. Von dem Augenblick an, wo ich mich entschlossen hatte, diese unwürdig gewordene Zusammenarbeit in der sozialliberalen Koalition zu beenden, weil hinter meinem Rücken mit der CDU verhandelt wurde. Von dem Augenblick an habe ich den heutigen Tag vorausgesehen. Das liegt jetzt 17 Tage zurück. Ich habe dann mit meinen Freunden Brandt und Wehner die Sache besprochen. Es war notwendig, auch noch 3, 4 andere führende Sozialdemokraten einzuweihen und ihren Rat einzuholen, Mitglieder unseres Präsidiums. Das ist dann am Mittwoch geschehen. Wir waren uns Mittwochnacht einig. Am Donnerstag habe ich dann die Rede gemacht, die ich am 17. September gehalten habe. Und am 17. September habe ich praktisch die Koalition beendet, indem ich sagte, vor dem Bundestag und damit vor dem ganzen Volk, uns ist dies nicht länger zuzumuten. Und ich glaube, es war für jeden klar von da ab, dass die Uhr lief. Und jedenfalls für mich, der heutige Tag hat keine zusätzliche Bitterkeit bewirkt. Nein, ich war vorher ziemlich sauer, bis ich zu diesem Entschluss kam. Denn ich mache das nicht so gerne, wenn hinter meinem Rücken gekummelt wird. Herr Bundeskanzler, wenn Sie einmal die letzten 8 Jahre zurückschauen, was sind die Punkte, die Ihnen aus der eigenen Sicht als die am wichtigsten erscheinen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es sind einmal politisch komplexe Vorgänge, die ich für besonders wichtig halte. Zum anderen sind es Personen. Zu diesen sehr komplexen Vorgängen gehört natürlich die Kette der mit der Entführung von Hans-Martin Schleyer verbundenen Verbrechen und der Aktionen auf Seiten der Bundesregierung und anderer Regierungen und vielerlei Behörden von Bund und Ländern, um diesen terroristischen Verbrechern entgegenzutreten. Aber ebenso könnte ich ein außenpolitisches Ereignis nennen, nämlich, dass es uns Deutschen in den letzten Jahren gelungen ist, sowohl Amerikaner als auch Sowjets an den Verhandlungstisch zu bringen in Genf über atomare Mittelstreckenraketen. Mir ist in besonderer Erinnerung 2 Tage im Kreml im Sommer 1980. Zunächst Ablehnung und dann den nächsten Morgen nach einer offenbar nächtlichen Sitzung des dortigen Politbüros Zustimmung zu unserem dringenden Wunsch,
Die Sowjetunion möge sich in Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen einlassen, weil es sonst zur Stationierung kommt. Und dass wir die beiden Großmächte wieder an einen Tisch gebracht haben, das war zu einem wichtigen Teil deutsches Verdienst und auch persönliches Verdienst. Das werde ich in guter Erinnerung halten. Aber drittens könnte ich auch genauso gut aus dem Bereich der internationalen Währungs- und Wirtschaftspolitik Beispiele geben. Die Weltwirtschaftskonferenzen der letzten 8 Jahre haben Gutes bewirkt. Auch das europäische Währungssystem hat Gutes bewirkt. Ihre Partei geht jetzt wieder in die Opposition. Werden Sie, wenn es möglicherweise im Frühjahr Neuwahlen gibt, Ihrer Partei als Nummer 1 im Wahlkampf zur Verfügung stehen? Also ich glaube nicht, das habe ich ja vor dem Bundestag heute gesagt, dass die CDU, CSU und die FDP Neuwahlen herbeiführen werden. Sie haben zu viel Angst davor. Was Ihre Frage an mich angeht, so ist sie eigentlich heute in der Fraktionssitzung der Sozialdemokraten von Willy Brandt sehr taktvoll behandelt worden. Er hat keinen Druck auf mich ausgeübt. Sie wollen das hoffentlich auch nicht tun. Denn in Wirklichkeit brauche ich dafür eine Pause des Nachdenkens. Szenen, politische Positionsbeschreibungen, auch Emotionen, die Bilder eines Tages für die Schlagzeilen von morgen. Jupp Darchinger, einer der bekanntesten Bonner Fotografen, registriert sie für die am Montag erscheinende Titelgeschichte eines Nachrichtenmagazins, die symbolischen Gesten des 1. Oktober 1982. Ja, meine Damen und Herren. Da ist das Bild, auf das wir warten. Der Sozialdemokrat Helmut Schmidt gratuliert dem Christdemokraten Helmut Kohl zur Wahl als 6. deutscher Bundeskanzler. Herr Kohl, Sie wollten ja eigentlich schon vor einigen Jahren als Bundeskanzler durch den Haupteingang ins Kanzleramt. Jetzt tun Sie es in schwieriger Zeit. Die Zeit drängt. Was werden Sie in der nächsten Woche als erstes anfangen? Zunächst, Herr Keller, man kann sich Zeitpunkte im Leben und in der Politik schon gar nicht aussuchen. Man muss die Gelegenheit, die Chance sehen. Und das Amt des Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland ist ja auch kein Amt, um das man sich bewirbt. Da wird man in eine konkrete Situation hineinberufen. Das Allerwichtigste ist, dass wir im Bereich der Innenpolitik alles versuchen, um die Wirtschaft wieder flott zu machen. Wir haben eine ausgesprochene wirtschaftliche Flaute mit entsprechend negativen Ergebnissen. Viele Zusammenbrüche von Firmen, gerade im mittelständischen Bereich. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Das ist das zentrale Thema. Wiederbelebung, auch des Optimismus für Investitionen in der Wirtschaft und in der Außenpolitik deutlich zu signalisieren, dass die Bundesrepublik ein verlässlicher Partner für die Welt ist, für unsere Freunde in Westeuropa, in der Europäischen Gemeinschaft, in den Vereinigten Staaten, Freunde und Partner, für die Gesprächspartner in Ost- und Mitteleuropa und beispielsweise in Moskau, dass wir geschlossene Verträge einhalten, dass wir sie auf unsere Weise mit Leben ausfüllen, dass wir dem Frieden dienen wollen, aber dass für uns in der Bundesrepublik Friede immer heißt Friede in Freiheit. Man hört, dass Sie eine Art neuen Regierungsstil einführen wollen, einen wissenschaftlichen Beirat, einen Krisenstab gründen wollen. Lassen sich damit die Probleme leichter lösen? Das weiß ich nicht, aber ich finde, dass gerade in schwieriger Zeit möglichst viel Sachverstand herangezogen werden muss. Aber die Entscheidungen bleiben bei den politisch Entscheidenden am letzten Endes hängen. Aber das ist auch ganz richtig so, so will es die Verfassung. Vor allem heißt es ja, für alle Gürtel enger schnallen in der nächsten Zeit. Glauben Sie, dass Ihnen da die Bürger und Wähler folgen werden? Ich mag dieses Bild nicht mit dem Gürtel enger schnallen, weil ich, wie ich es finde, die Realität gar nicht so wiedergibt. Wir müssen kleinere Schritte in eine sichere Zukunft machen. Wir haben über die Verhältnisse gelebt. Und wir müssen versuchen, das, was an Opfern gebracht werden muss, sozial gerecht auf möglichst viele Schultern und ohne Auslassung von Gruppen zu verteilen. Aber unsere Zuwendung, unsere Mitmenschlichkeit muss denen gehören, die schwach sind, die sich selbst nicht helfen können. Und hier muss man noch einmal einen Unterschied machen. Ich glaube aber, dass die große Mehrheit unseres Volkes das begreift. Die Mitbürger haben längst gespürt und in vielen Gesprächen finde ich das immer wieder bestätigt, dass es jetzt darauf ankommt, eine solide Politik zu machen. Ich verwende bewusst ein Wort,
das viele als altmodisch empfinden. Aber genau das ist jetzt notwendig. Nicht eine altmodische, sondern eine solide Politik. Dass wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben. Alles, was im privaten Leben richtig ist, ist auch in der Politik richtig. Selbst Ihre Kritiker bescheinigen Ihnen ja da, dass es zunächst wahrscheinlich aufwärts gehen wird. Aber Sie sagen auch gleichzeitig, es wird eine Scheinblüte sein. Wie können Sie einen dauerhaften Aufschwung garantieren? Ich habe nicht gesagt, dass ich einen dauerhaften Aufschwung garantiere. Ich habe gesagt, dass ich mit voller Leidenschaft und meiner ganzen Kraft, gemeinsam mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen im Kabinett, für die Zukunft des Landes arbeiten will. Ich garantiere gar nichts. Das haben andere vor mir getan und das Ergebnis haben wir ja dann letztendlich zur Kenntnis nehmen müssen. Ich bin dafür, dass wir unsere Kraft einsetzen und ich bin dafür vor allem, dass wir aus diesem Pessimismus herauskommen, der da umgeht und der doch gar nicht berechtigt ist. Unser Land hat doch viel eigene Kraft. Wir sind nach dem Kriege und einer viel schlechteren Situation angetreten. Ich war damals ein Schüler. Und die Republik im Wesentlichen gegründet haben, ob Kurt Schumacher, ob Theodor Heuss oder Konrad Adenauer, die haben doch nicht gejammert. Die haben das Volk aufgerufen, stehen wir zusammen, packen wir es an, krempeln wir die Ärmel hoch. Die haben natürlich nicht zunächst danach gefragt, was habe ich davon, sondern haben gefragt, wenn wir alle unseren Beitrag leisten, dann werden wir alle etwas davon haben. Wenn ich so will, wir haben das Wir müssen wir wieder deutlicher begreifen. Und das Ich muss in das Wir eingebracht sein. Das ist eine geistig-moralische Herausforderung. Aber befürchten Sie dann nicht, dass Sie Schwierigkeiten mit Ihrem FDP-Partner bekommen? Der linke Flügel findet sich doch offensichtlich mit dem Ergebnis heute nicht ab. Nun, die FDP war 13 Jahre in dieser Koalition. Die FDP hat in dieser Zeit eine lange Wegstrecke gemeinsam mit den Sozialdemokraten hinter sich gebracht. Dass so etwas nicht über Nacht ohne Folgen ist, ein solches Auseinandergehen nicht ohne Folgen ist, ist doch die natürlichste Sache von der Welt. Ich habe eine hinreichend große Mehrheit bei der Wahl zum Kanzler gehabt. Eine größere Mehrheit als viele Kanzler vor mir in den letzten 30 Jahren. Und ich bin ganz sicher, wir finden eine gute Arbeitsbasis. Aber das braucht auch noch ein paar Tage Zeit. Wir müssen einzelne Punkte noch ausgiebiger miteinander besprechen, wie dies in der kurzen Zeit der Koalitionsdiskussion möglich war. Aber ich bin da ganz optimistisch. Wir werden loyale Partner untereinander sein. Wir, CDU, CSU und FDP. Heute gab es ja immer wieder Zweifel an der Aufrichtigkeit, Neuwahlen durchzuführen am 6. März 83. Gibt es Neuwahlen? Natürlich gibt es Neuwahlen. Wir haben das vereinbart. Wieso kann man eigentlich darin Zweifel setzen? Ich finde es ja eigenartig, dass Leute, die selbst dort, wo sie die Verantwortung haben und keine handlungsfähige Regierung zustande gekommen ist, leider aus den Wahlen überhaupt nichts für Neuwahlen tun. Wenn Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag etwa Schmidt, der aus Hamburg kommt, mir das sagt, dann kann ich nur sagen, ja und warum wählt ihr eigentlich nicht in Hamburg? In Hamburg haben wir seit dem Frühsommer einen Zustand, dass der Senat handlungsunfähig ist letztlich in der Gesetzgebung, weil es keine Mehrheit gibt. Es ist das Nächstliegende von der Welt, dass die Hamburger wählen. Ich hoffe, dass Herr Schmidt und die Sozialdemokraten, wenn wir dann über den Wahltermin und die Modalitäten, wie wir zu den Wahlen kommen, miteinander sprechen, und Sie haben ja den Termin schon genannt, wir haben dazu eine Abmachung, dass Sie sich auch mit einverstanden erklären, beispielsweise in Hessen und in Hamburg am gleichen Tag zu wählen. Das wäre die konkrete Antwort.